Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ich kratze mich hinterm Ohr und ihr wisst, was das heißt. Paluten ist dabei. Oh, ja. Ja. Und wir spielen eine Runde Superjump. Ja. Wie er ausflippt, wie er ausrastet. Ja. Ja, sieh. Es ist super spät. Ich habe euch versprochen, dass heute zwei Videos kommen. Ich habe euch eigentlich gestern versprochen, dass zwei Videos kommen. Heute wird aber der wunderbare Tag sein, an dem das passiert. Das andere ist nämlich auch schon hochgeladen. Das wird sehr armüsant. Also hat so ein bisschen Horroraspekte auch mit drin. Ist super. Von daher, ich fordere dich raus und dann gucken wir, was passiert. Ja, fordere mich mal hier. Ja, ich bin ja bekannt als super. Fangen wir easy an, mal mit einem bisschen Panda. Ach, Panda, oh Gott. Oh, ich hab in der letzten Folge gelesen, als ich gegen Freaks gespielt habe, da wollten welche Wonderland spielen. Geht schon direkt los? Ja, nee, drei Sekunden. Nee, okay. Jetzt, ja. Boah. Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir schon ein paar Mal Super Jump gespielt, ey. Nein, ich bin direkt. Ach komm, warte. Bist du runtergefallen? Nee. Nee. Ach, Panda ist eigentlich voll einfach und wieso bin ich beim ersten? Ja. Was wollte ich gerade sagen? Nein, ach komm, oh, hi, du warst aber richtig schnell. Krass. Dafür, dass du runtergefallen bist? Wo bist denn du runtergefallen? Was ist das? Ja. Siehst du den hier? Hast du den gesehen? Ja, das sind die Magma-Köpfe. Das sind die Moderatoren, die Admins, die haben so. Oh, was ist das denn? Ja, aber guck mal, sein Name war aber auch vergeben dafür, dass er so viele Underscores machen musste. Nee. Alter, hab ich nie gesehen. Hier, Thanksgiving hier, ich fühle mich heimisch. Nee, genau, Wonderland, kann ich mir leider nicht mehr. Ich kann die Map nicht. So, wir würden da ewig lang drauf hängen bleiben. Und ich weiß nicht. Ist die so schwer? Das ist die mit den Kuchen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, da muss man auf so Kuchen hüpfen. Also, das wird immer. Och nee, ich bin auch an der gleichen Stelle wenigstens gesenzt. Nein, oh nein! Nee, aber nur Konzentration. Konzentration. Me amo, Paluten. Ja, könnt ihr Spanisch? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Salut und ich können natürlich einmal freisprechen. Das Traurige ist ja sogar, dass ich Spanisch in der Schule. Oh nein! Ich bin richtig dumm runtergefallen. Ich hatte ja ganz lange Spanisch in der Schule, nur irgendwann habe ich drei Jahre. Okay, krass. Aber ich kann nichts mehr. Das Einzige, was ich kann, das sage ich auch immer, Baloncesto, das heißt Basketball. Und ich kann den Satz sagen, dos peons de plantación de bananas. Und selbst diesen Satz hat mir jemand vorgesagt, der schon ein paar Jahre Spanisch hatte und das auch gut konnte. Was war das, dos? Dos peons de plantación de banana. Wo ist deine Bananenplantage? Ne, zwei Arbeiter auf einer Bananenplantage. Okay. Und, also ich kenne ja nur durch meine ausgiebigen Mallorca-Urlaube, ich hatte auch drei Jahre Spanisch. Dos cervezas, por favor. Und natürlich buenas tetas. Das könnt ihr mal alle nachgucken, was das bedeutet, denn das sage ich jetzt nicht. Heißt das schöne Melone? Schöne Melone. Melona. Schimona. Das ist auf dem neuen Michael Jackson-Album. Ich wollte ihn vorwegnehmen. Stimmt, es gibt ja bald ein neues, ne? Ja. Das ist ja, gab's ja irgendwie so. Lebt der doch noch? Der lebt noch. Der ist mit Tupac auf der Insel und die haben jetzt sich ihren Remix rausgebracht. Och Mann. Und da ist das Bier. Nach. Shimona. Jetzt habe ich 8 Punkte verloren. Wie viele Punkte habe ich? Hä? Ja, man kriegt, glaube ich, immer 8. Oder verliert immer 8, wenn man verliert. Hey, hier. 360. Bitch slap. was können wir denn machen? Was hatte ich denn letzte Woche? Den haben wir lange nicht mehr. Ocean. Oh, die ist auch okay, das ist auch wieder Fehler machen. Warst du ein großer Michael Jackson-Fan eigentlich? Ich finde einige Songs von ihm sehr, sehr gut. Black and White fand ich immer, war der totale Ohrwurm. Ja, da waren ganz viele Ohrwürmer dabei. Was ich mich immer gefragt habe, hat Michael Jackson seine Songs selbst geschrieben? Bestimmt so wie bei allen am Anfang und dann. Ach, ich habe einen echt richtig dummen Fehler gemacht. Du warst richtig krass weit vor mir, ich hatte gerade zu super Angst. Uns ja nochmal konzentrieren. Nein! Ich will dann immer. Bist du gerade gestorben? Ja. Okay, warte, dann. Chance, verdammt! Low machen. Oh, jetzt beeile ich mich, aber jetzt bin ich auch unterwegs. Jetzt bin ich unterwegs wie der kleine Starfighter. Ich muss ja sagen, Black and White, da habe ich ja früher auch eine Choreografie mit meiner Tanzgruppe zugemacht, ne? Hä? Ich hasse Superjump! Ich bin einfach so ein Superjump-Lauch. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Du bist. Oh. Der hat ein Hühnchen als. Das ist so cool! Bro.
Can we get a just saying chicken? Genau. You got a chicken on your head. Just saying, bro. Just saying. Und der kommt da oben. Mein Handy ist auf den Boden gefallen. Guck mal, er kann sogar fliegen. Was? Mit dem Hühnchen? Fliegt das dann? Zappel das? Wo bist du? Wo ist es? Nee, er ist jetzt. Oh nein, mein Handy vibriert jetzt. Oh, ekelhaft. Oh. Gut, passt schon. Wollen wir weiterspielen? Ja, es geht schon. Ich guck nachher mal. Was können wir denn mal machen? Sowas zum Beispiel. Das ist super, super sweet, super short, ey. Halloween? Ja, die dauert nicht lange. Ich kurz, aber die hat so zwei Sprünge, die sind richtig widerlich. Okay. Ja, ich habe die Map, muss ich ganz ehrlich zugeben, noch nie gespielt. Okay, Fraps zeigt mir gerade an, dass ich auch aufnehme mit 172 Frames. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz nett. Nee, das hört sich so gut an. Okay, oh Gott. Komm, ja. Oh, das sieht sehr gut aus gerade. Okay, ich hab nichts. Ach, das entwickelt sich ja zu einer Kumilie. Ich hab nichts gesagt. Alter, das war pures Glück. Das war wirklich pures Glück. Und um das jetzt nochmal zu unterstreichen, machen wir jetzt. Kennst du das neue Level schon? Nein. Das hier. Das ist ein bisschen länger auch. Okay. Also, das habe ich einmal mit Fricks gespielt und bin letzte Folge ein bisschen ausgeflippt, weil ich da nicht weitergekommen bin. Ich denke, das ist ganz gut, um so ein finales Battle einzuleiten. Winner takes it all, sage ich. Man muss hier einfach nur hoch? Den Kürbissen folgen, also den Artgenossen. Den Kürbissen. Hier sind überall auf dem Baum so Kürbisse verteilt. Und da musst du dann einfach immer hin. Okay, okay. Klingt ja im ersten Moment ganz einfach. Look in the mirror. Jetzt kann ich wenigstens auch spielen, Alter, wenn es nicht mehr leckt. Nein! Ach, da sind wir. Ach komm. Also hier gibt es auch einen Checkpoint, das weiß ich. Okay. Das ist ja richtig gemein. Ja, das ist schon ein bisschen längerwierig alles. Ja, stimmt. Bist du Krone. Bist du Krone, Digga. Wolltest du eigentlich mal auf dem Kudder? Warst du mal? Oh nein! Ich war noch nie auf dem Kudder. Hab ich auch nicht so Bock drauf. Obwohl doch, ich war einmal, um Krabben zu kaufen. Okay. Also live drauf? Ja, nicht, also mitgefahren, nicht, Alter, so, hast du selber gefischt? So? Nee, der lag einfach am Hafen. Das ist ja im Hafen. Krabben? Bist du so, kochst du? Damit ich kann dann, auch oder? Kochen, ja, aber ich auch gut das Nervigere ist die so wie so ein kleiner Dreamboy. Bitte? Wie so ein kleiner Dreamboy, so, ey, ich bin ein super Unterhalter, kann aber gleichzeitig auch noch für dich kochen, so ein Typ. Ja, genau so. Weil, weißt du, so ein Typ, über den man diese Bilder machen würde, mit so einem gauschen Weichzeichner und dann so einer Schrift drüber. Genau. So, dann bin ich auch übrigens. Könnt ihr gerne mal Bilder machen. Nein, schon wieder an der gleichen Stelle. Ach, ich hasse es. Ich glaube, ich kann nicht so gut kochen wie du. Das können wir ja alles noch rausfinden. Nein, ich bin gerade richtig runtergefallen bei diesem blöden Leather. Ja, genau, da bin ich auch schon zweimal runtergedonnert, aber richtig ekelhaft. Ach nee. Ich muss auch sagen, ich finde es super unsexy, wenn eine Frau nicht kochen kann. Echt? Ja, mich gar nicht. Ich finde das immer extrem erotisch, wenn Frauen einfach nicht kochen können und es dennoch probieren. Und dann failen? Nee, das dann nicht mehr. Das finde ich dann wieder ekelhaft. Und da gibt's PAM, Digga, Bitch-Slap, nein. Da komm ich in die Küche und dann, Digga, was soll das? Beflohen hier, Mann. Hast du das mal bei... Ich komm, ich weiß gar nicht mehr, wo es hier links geht. Siehst du keine Kürbisse? Nee, ich muss auf die andere Seite. Kennst du den von Frauentausch, den Typen noch? Jetzt nicht schon wieder, dankeschön. Danke, jetzt hab ich's geschafft. Frauentausch, tut mir leid, darauf stehe ich gar nicht. Nicht? Frauentausch, ey. Nee, gar nicht? Ich fand das immer mega... Ich sehe die Leute auf Frauentausch stehen, ich weiß, du Frauentausch. Der war so schlecht, wollte ich gerade verbuddeln. Ey. So, das habt ihr gerade nicht gehört, das wurde zensiert. Das war ein Bringer. Ey. Das war ein Bringer. Wenn das kein Like wäre, das wäre. Wie. Irgendjemand meinte, unter der Brücke kann ich mich töten. Ja, nein! Man kann sich echt unter der Brücke töten. Warte. Irgendwann werde ich wieder hochgeportet. Jetzt? Nein! Wenn du den Checkpoint erreicht hast, du kriegst ja kein Fall Damage. Das ist so ein bisschen Fehler im Spiel. Ja. So, und jetzt, dann musst du halt irgendwie, wenn du runterfällst, einfach probieren, so weit außerhalb wie möglich einfach wegzugehen. Oh Gott, jetzt habe ich es geschafft, okay. Oh Gott, ist das widerlich hier alles, die Jumps. Serena Williams gegen Sharapova. Sharapova. Sharapova.
jetzt kommt das sieht gut aus. Das sieht, oh gut, ich bin drin. Nee, was wollte ich denn eigentlich erzählen von Frauentausch? Das war so eine mega... Das war ja gar nicht so schön. Geile Story war das, Alter. Aber die habe ich jetzt total verbrezelt. Schade. Ah nee, das war der Typ mit dem Bier, aber du guckst das ja nicht, von daher ist es nicht witzig. Nee. Schade. Dass du dir so viel Kultur entgehen lässt, mein Lieber. Wohin? Ah, da hoch. Okay. Ich bin auch relativ für meine Verhältnisse weit oben. Ich hab zumindest mal den Checkpoint geschafft. Okay, da ist ein Kürbis. Nein! Okay. Machbar. Oh, ich sehe dich sogar. Echt? Wo bist du? Also, nee, nur deinen Namen. Ach so. Wo bist du? Da hinten. Nee, hä? Ich meine, ich hätte dich auch gerade gesehen. Das war ein Phantom der Opa. Nein! Ach, das ist doch ein Joke, Leute. Also, es gibt halt viel zu viele eklige Vierersprünge hier. Wenn es eins ist, was ich nicht kann, sind es Vierersprünge. Aber, um das auch nochmal anzusprechen, auf meinem Channel, weil das wurde ja bei euch irgendwie immer schon so ein bisschen betont, beziehungsweise bei Bergsman auch sehr stark, ab Montag geht es ja, glaube ich, bei mir auch los mit Kraftattacke, ne? Booyah! Was? Ja, es war keine komplette Humiliation. Ich habe einen Punkt geholt, Leute. Juhu! Was? Krass, Alter. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Krass. Okay, heftig. Ja, wie gesagt, Winner Takes It All. Paluten hat gewonnen, Alter. Was ist los? Winner Takes. Haben wir doch gesagt vor der Runde. Es war ein souveränes 4-1 unentschieden. Das gute 4-1 unentschieden. Das passt auch ganz gut. Muss jetzt auch los. Ich will nämlich schon spät. Verlucken musst du langsam ins Bettchen. Genau. Und von daher sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Beschreibung ist da unten. Da ist Verlucken drin. Ich wollte das ganz anders aufbauen, aber das war jetzt irgendwie so der dämliche Titel. Klang im Kopf besser, meinst du? Ja, genau. Beschreibung da unten und das Verlucken drin. Schwör so ein Besing. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr auch gerne Däumchen da lassen. Und von daher über Craft Attack spreche ich dann irgendwann mal vielleicht in einem anderen Video, denn das war thematisch gerade nicht so gut gesetzt. Ich sage tschüss, überlasst Paluten das letzte Wort und ja. Ciao, Leute.